Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen PvP-Video. Ja, ihr seht es schon, heute die Gen 1 Starter. Dieses Team wurde mir vom lieben Titus Walter empfohlen. Er meinte, ich soll das mal zocken und da bin ich natürlich gerne drauf eingegangen. Passend zum gestrigen C-Day mit Commander zocke ich heute ein Krypto-Glurak mit dem Moveset, das man gestern bekommen hat. Sprich Feuerodem als Sofortattacke und der Lurkanonade als Ladeattacke. Und ich weiß, dass man auch mit Flügelschlag spielen kann. Und ich werde es eventuell demnächst drauf machen. Aber ich wollte mal gucken, denn Lurkanonade ist ja auch eine Event-Attacke. Und die bekommt man ja dann auch nicht ohne weiteres zurück. Deswegen gucken wir einfach mal. Und ihr seht schon, heute mal in einem anderen Format, Querformat. Denn könnte gewisse Vorteile haben. Ich wollte es mal testen. Ihr seht links die, das ist sozusagen mein Team mit dem entsprechenden Moveset. Und rechts werde ich noch kurz was dazu sagen, denn ich wurde noch darauf angesprochen, ob ich denn nicht mal was zu ja, eventuell wichtigen Begrifflichkeiten wie ja, Damage per Second und Energy per Second und so weiter verlieren könnte. Ich habe gerade den Namen nicht parat von demjenigen, der das in den Kommentaren geschrieben hat, aber werde ich auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung packen. Sorry, hatte das gerade nicht parat, aber auf jeden Fall danke, wie gesagt, für deinen Beitrag und da werde ich natürlich gerne drauf eingehen. Und genau, im Prinzip gibt es da jetzt auch nicht allzu viel zu sagen, denke ich. Also man sollte einfach gucken, sozusagen, bevor man ein Pokémon zockt, was es halt für Moveset hat, also was es für Attacken zur Verfügung hat. Und da geht es vor allem auch um die Sofortattacken, denn ja, wie ihr alle wisst, Sofortattacken haben halt verschiedene Turns, also quasi Feuerodem braucht zum Beispiel einen Turn und Flügelschlag bräuchte zwei Turns, Feuerwirbel bräuchte drei Turns und da muss man halt immer gucken, was man halt zocken will. Und wie ihr seht, Feuerodem generiert jetzt auch nicht so schnell Energie wie zum Beispiel Flügelschlag, denn ihr seht bei Energy per Second, also in dem Fall auf Deutsch Aufladung pro Sekunde, kriegt man halt mit Feuerodem immer 3, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, denn ich sehe gerade die Abbildung nicht, aber müssen glaube ich 3 sein. Und viele spielen halt gerne mit Flügelschlag, denn Flügelschlag bringt die meiste Energie so von allen Sofortattacken, die Glurak theoretisch beherrschen könnte. Und deswegen macht es schon Sinn, mit Flügelschlag zu zocken, denn wie gesagt, man hat halt ziemlich viel Energie. Und der Schaden ist jetzt auch nicht schlecht, also Feuerodem macht halt mehr Schaden und naja, und da stellt sich ja immer die Frage, was will man halt zocken, ne? Und das ist halt natürlich jedem selbst überlassen. Und ich finde Feuerodem ist jetzt auch nicht schlecht, denn ich zocke wie gesagt ein Krypto-Glurak und Glurak sieht zwar aus wie ein Drache, oh, das macht gut Schaden, Glurak sieht zwar aus wie ein Drache, beherrscht Drachenattacken, und aber es ist halt kein Drache vom Typ her, sodass Feuerodem nicht vom sogenannten Step, also Same-Type-Attacker-Bonus profitiert und deswegen ist halt immer die Frage, was man zocken will. Und genau, wie gesagt, Flügelschlag generiert am meisten Energie und ist halt für jedem selbst überlassen. Man kann auch mit Feuerodem zocken, man kann Feuerwirbel zocken und jedem das Seine, ne? Deswegen, ja, ich würde es wahrscheinlich auch mit Flügelschlag zocken, denn ja, man hat halt sauschnell Energie und kann halt immer auf die schöne Lurkanonade gehen und man kann halt gut ködern. Und ja gut, das Match ist jetzt leider dir. Muss mal gucken, ob ich mich hier ein bisschen konzentrieren kann, denn es wollte halt ein paar Worte dazu verlieren. Und ich weiß nicht, ob ich das perfekt erklären werde, wahrscheinlich nicht, aber ich wollte zumindest mal anfangen. Und genau, das soweit zu den Sofortattacken. Und unten seht ihr halt eben die Ladeattacken von Glurak und da brauche ich ja nicht allzu viel zu sagen. Also ihr wisst, dass die Lurkanonade halt mit einer der besten Attacken ist bezüglich Feuer. Und ja, Glurak oder Lurkanonade macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, denn man könnte theoretisch noch mit Hitzekoller spielen, aber ihr seht es rechts, Hitzekoller senkt dann sozusagen den eigenen Angriff um 2, sodass ja, man immer rauswechseln muss oder wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall ein krasser Nachteil. Und Lurkanonade nicht, also man kann das einfach einsetzen, ohne ja irgendwie direkt einen Nachteil davon zu haben. Und deswegen, ja, macht auf jeden Fall Sinn, dann wahrscheinlich mit der Lurkanonade zu zocken, sofern man die jetzt mitgenommen hat vom C-Day. Und genau,
da muss man halt immer gucken, ja, welche Attacke würde es sich anbieten, denn Drachenklaue macht natürlich nicht so viel Schaden, aber es braucht halt ziemlich wenig Energie und das birgt halt immer Köderpotenzial und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im PvP zu ködern. Man muss nicht immer ködern, man kann auch ohne Ködern gewinnen, aber es bietet sich manchmal einfach an, vor allem mit Glurak, das könnte matchentscheidend sein und genau, so weit, so gut, also sicherlich gibt es da noch ein paar Sachen mehr zu sagen, aber ich denke mal, das sind so die wichtigsten Sachen, denn Movesets sind einfach entscheidend und natürlich geht es auch um IV und also sozusagen, wie die Statuswerte von einem bestimmten Pokémon sind und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Moveset ist schon das A und O. Und naja, aber wie gesagt, das Team auf jeden Fall hier sehr geil. Und die Gen 1 Starter sind schon, also schon sehr geil hier. Macht auf jeden Fall Bock, mit denen zu zocken. Denn, also ich weiß, jeder hatte seine Favoriten und so und ich weiß nicht, also die gefallen mir irgendwie am meisten. Natürlich Sumpex und so ist auch ein geiler Starter, aber es macht schon echt Bock mit denen zu zocken hier. Und die haben es auf jeden Fall in sich. Deswegen war auf jeden Fall ein cooler Teamvorschlag, wie gesagt, Titus, schönen Dank. Ich glaube, leistungsmäßig werde ich jetzt deinen Ansprüchen jetzt nicht unbedingt gerecht, aber ja, ich gebe alles. Und, oh. Machen wir mal so. Gehen wir auf die Lohe. Und der sieht eigentlich gut aus, denn ich habe mir noch Bisaflor, merke ich gerade. Und glaube ich, drin bleiben soll oder nicht. Ich gehe einfach rüber. 7. Ja, du könntest natürlich auch Erdbeben gehen, aber sollte ich eventuell tanken. Genau, nochmal zu Bisaflor. Also, dieses Bisaflor ist eigentlich ein richtig gutes für die Hyperliga. Denn es hat. Okay. Denn es hat ziemlich gute Statuswerte. Und ich habe gesehen, für die Superliga ist es nur so Rang 1000, denn ja, das kommt nicht so WP-mäßig auf die 1,5, aber ich habe gesehen, das nimmt sich nicht viel von einem potenziellen Rang 1er. Deswegen, ihr müsst da gar nicht so krass auf den Rang immer achten. Gibt ja auch die IV-Seite im Internet, die kann ich auch gerne in die Beschreibung packen, wo man halt gucken kann. Wenn man sozusagen die Kombination eintippt, zum Beispiel, ja, ich weiß jetzt nicht genau, aber zum Beispiel 2 Angriff, 13 Verteidigung, 14 KP und dann kann man das halt eintippen und gucken, wie das halt vom Rang her ist. Und vielleicht ist jetzt zum Beispiel ein Rang 1000er und denkt man sich, oh, ist vielleicht schlecht, aber das nimmt sich manchmal nicht viel, was KP und Verteidigung und so weiter angeht von einem potenziellen Rang 1er. Deswegen guckt da gerne mal rein und wie gesagt, also Krypto ist schon meistens besser. Also nicht immer, aber so Krypto bis der Floor, das pfeffert, ihr habt es gerade gesehen und deswegen guckt da einfach mal, es muss nicht immer das Beste sein, bestmögliche vom Rang her. Und solange ihr einfach das Moveset habt und das ist einfach wichtiger Moveset und ja, Pokémon an sich, denke ich. Und genau, ja, wie gesagt, wenn das jetzt, ich habe versucht, das ein bisschen zu erklären. Natürlich ist das nicht allumfassend, aber wenn ich da nochmal genauer drauf eingehen soll, gerne. Und ja. Bezüglich der, genau, und da muss man halt immer unterscheiden, quasi PvP und PvE, also Player versus Player, das ist ja hier und ja, werde ich auch, glaube ich, in Zukunft drauf eingehen, denn das ist eigentlich das, was mir am meisten Bock macht und es gibt, dann gibt es ja noch PvE, also Player versus Enemy, sprich die ganzen Raids und so weiter und da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich halt auch nicht so viel raide, sodass ich jetzt eher hier im PvP Videos machen werde und ja, und so weiter und so fort und genau, also das bezieht sich jetzt alles hier auf PvP und da gibt es auch viele Begrifflichkeiten wie Cooldown und so weiter, das ist dann PvP nicht so relevant, denn ja, es gibt ja keinen Cooldown, du setzt einfach die Attacke ein und fertig und im Raid ist es halt ein bisschen anders, denn zum Beispiel, ich glaube, sag mal, Bisaflor mit Solarstrahl braucht halt länger zur Ausführung als die Flora-Statue und dann macht das halt schon Unterschied, weil man ja möglichst viel Schaden raushauen will in kürzester Zeit und ja, ihr müsst einfach nur gucken, wie die Energieeffizienz ist, also die ganzen Starter mit den drei Ladeattacken, also sprich Lua, Kanonade, Aqua, Blitze und Flora-Starter sind einfach mit die energieeffizientesten Attacken, sodass die einfach krass sind, denn die machen mit also quasi relativ wenig Energie, machen die halt die immensen Schaden und ja, je nach Sofortattacke kriegt man halt relativ schnell die entsprechenden Attacken. Und ja, das ist glaube ich so das, was man halt wissen sollte bezüglich halt Moveset, Auswahl und so weiter. Aber wie gesagt, wenn ich nochmal genauer drauf eingehen soll, gerne, dann sagt mir einfach Bescheid, denn ja, ich mache sozusagen, ich
bringe das, was ihr halt gerne sehen wollt. Und wenn da jetzt nichts kommt, dann mache ich einfach so meinen Stil weiter. Aber wie gesagt, ich gehe auf alles drauf ein und das ist überhaupt kein Problem. Deswegen, ja. Und ja, genau, und bezüglich der neuen Season muss ich mich auch ein bisschen entschuldigen. Was heißt ein bisschen? Ich muss auf jeden Fall entschuldigen, denn ihr habt sicherlich mitbekommen, es gibt sehr viele Attacken-Upgrades. Und ich hatte nicht so viel Zeit gehabt, ich konnte mich da jetzt nicht so reinfuchsen, aber ich habe gestern mal geguckt und wie gesagt, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich habe wirklich richtig Bock auf die neue Season und es gibt super viele Attacken. Ich habe wirklich Kopfschmerzen bekommen, als ich das gesehen habe, denn es gibt so viele Änderungen. Ich habe einfach Bock, das alles auszutesten und ich habe auch viele Pokémon von den neuen sozusagen und ich habe auch viele Krypto-Pokémon, sozusagen Kickli hätte ich noch, ein Stalos habe ich noch, ein Ampharos und ihr habt es sicherlich nicht mitbekommen, aber was gehe ich auf die Matschbombe, egal. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, die haben richtig coole Attacken, also Breitseite zum Beispiel, ich habe schon ein bisschen angezockt, also ich habe richtig Bock, das alles auszutesten. Ich glaube, Glurak wird hier keinen Sinn mehr haben in dem Kampf und genau. Ich habe wirklich richtig Bock, das auszutesten und ich werde auf jeden Fall auch versuchen, immer abwechslungsreiche Teams zu bringen und genau sozusagen up to date, denn ich glaube, in der letzten Season habe ich mich einfach zu sehr in diese ganzen Kämpfe reingefuchst am Ende und es hat auf jeden Fall Bock gemacht, denn es waren immer starke Gegner, ich wollte die Erfahrung unbedingt mitnehmen, aber ich glaube, es wäre vielleicht besser gewesen, halt schon mal zur neuen Season hinzuschielen, zu gucken, was da Neues gibt und es gibt sehr viele neue Attacken und wie gesagt, da nochmal sorry, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das halt interessanter, also ich versuche es natürlich, wie gesagt, je nach Resonanz, aber ich versuche es halt interessanter zu gestalten und halt immer auch Sachen zu bringen, die halt aktuell sind, denn es macht einfach, sieht echt cool aus und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das so sein wird, denn es gibt halt die ganzen Meta-Pokémon und so, aber das Meta hat sich jetzt auf jeden Fall verschoben, denke ich, und genau. Ja, und bezüglich so Attacken einsetzen und so weiter, könnt ihr mal Bescheid sagen, ob ich da auch noch was zu sagen soll. Denn zum Beispiel habe ich jetzt hier einen Turntalk mit der Aquaknarre, die immer einen Turn benötigt. Und da muss man ja auch ein bisschen gucken, wie man einsetzt. Denn Meditalis hat ja meistens die Sofortattacke Konter, die zwei Turns benötigt. Und wenn ich jetzt sozusagen zum Beispiel jetzt einsetze, dann war das im Prinzip während dem Konter von Meditalis. Und das ist eigentlich in Ordnung, denn wenn ich genau in dem Moment einsetze, in dem Meditalis ausholt, dann verschenke ich halt Turns. Und so habe ich jetzt sozusagen keinen Turn verschenkt, denn sozusagen das Einsetzen dauert ja auch einen Turn. Und wenn ich während dem Konter einsetze, dann verschenke ich halt nichts. Aber wenn ich genau in dem Konter einsetze, dann holt Meditalis aus und ich verschenke halt Züge. Und das kann halt nachteilhaft sein, denn dadurch können halt Matches entschieden werden. Und genau. Mal gucken, oh, du hast ein cooles Team auf jeden Fall, muss ich sagen. Und genau, was auch noch gut ist, wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt nicht so genau mitgezählt, aber man kann auch oft versuchen, im Gleichstand einzusetzen, denn zum Beispiel Zubiris braucht halt immer 6 Dunkelklauen für den Schmarotzer. Und dieser Floor gewinnt hier die Gleichstände, also ich hätte potenziell im Gleichstand einsetzen können, aber ich glaube, wir waren erstens nicht synchron und zweitens, du gewinnst die Gleichstände, okay. Das ist heftig, denn ich dachte eigentlich, dieser Floor, Krypto, kann das hier holen, aber wir hauen dich auf jeden Fall weg. Du musst ja gucken, wer das jetzt machen, denn du kommst auf jeden Fall eher zur Aquaritze als ich zur Flora-Statue. Aber du musst zeitnah einsetzen, deswegen, es wird auf jeden Fall ein enges Match hier, muss ich sagen. Aber ihr seht schon, wie viel Schaden das macht. Das ist einfach, also Krypto-Pokémon machen einfach Bock. Ich komme wirklich nicht aus dem Schmunzeln raus, denn ich habe richtig Bock auf die Season. Es war echt ein geiler Sea-Day gestern und mal gucken, ob ich das noch hinbekomme, ganz schnell. Genau, müsste reichen und Krypto Glurak ist einfach eine Bestie. Wie gesagt, Gen 1 Starter waren richtig geil und konnte mich jetzt nicht, hier nicht so krass konzentrieren, aber ja, am Anfang der Season einfach locker und schwitzt nicht rein. Wie gesagt, ihr könnt machen, wie ihr wollt, aber mein Tipp, schwitzt nicht rein und probiert einfach alles, alle Attacken aus, denn besser jetzt als später. Es gibt so viele Attacken, ich habe wirklich Kopfschmerzen bekommen, als ich die Liste gesehen habe. Ich habe richtig Bock auf die Season, ich hoffe, ihr auch und genau. So weit, so gut. Ich werde sicherlich irgendwas auch vergessen haben, was ich eigentlich in dem Video sagen wollte. Aber wie gesagt, neues Konzept. Ich probiere es aus. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Hat, wie gesagt, ein paar Vorteile. Und ihr könnt ja sagen, wie das ankommt. Genau, Meisterball wollen wir jetzt hier nicht verwerfen. In dem Sinne hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat. Wie gesagt, wenn ich noch weiter auf Attacken und so weiter eingehen soll, gerne, gerne. Ne? Also, wie gesagt, PvP ist einfach cool. Und es macht einfach Bock. Wie gesagt, es wird eine richtig geile Season.
In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, Gen 1 Team, richtig geil. Titus, danke für die Empfehlung. Und sonst, ja, sehen wir uns das nächste Mal. Also morgen. Ciao, ciao.